Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Color-Tutorial von mir. Diesmal ist es DE-Train, weil es einfach zum Map-Pool dazugehört. Im Moment spiele ich es recht wenig, weil meine Mates alle nicht so Bock drauf haben. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Map, deswegen werde ich hierzu natürlich auch das Video machen. Kleine Eigensache für mich, wenn ihr Ahnung habt von Bannern, Wallpaper und Photoshop und sonstiges oder ihr seid Intro-Designer, dann schreibt mir am besten mal eine private Nachricht auf YouTube oder ich schreibe mir einfach mal bitte bei meinem Skype-Account an, ganz normal MEMaxdro, wie auch mein YouTube-Account und schreibt einfach rein, yo, ich mache sowas, dies und das. Und da würde ich nämlich ganz gerne mal ein bisschen was ändern auf meinem Kanal. Ich würde gerne Overlays für Twitch haben, vernünftig mal Twitch durchdesignen und auch meinen YouTube-Kanal neu durchdesignen, weil es alles schon sehr, sehr alt ist. Mein Intro ist, glaube ich, 4, 5 Jahre alt und, na, 3 Jahre alt und erinnert halt noch sehr an Call of Duty und ich möchte einfach mal einen neuen Wisch in diese ganze Sache reinkriegen. So, los geht's mit dem Tutorial für die Callouts. Das hier ist T-Spawn. Das hier ist, diese Box nennt man Big Blue oder Big Box Blue, weil es blau ist. Wir können jetzt erstmal, ich glaube, wir gehen erstmal hierher. Diesen ganzen Gang nennt man T-Long. Long oder T-Long. Und das hier in der Ecke nennen sehr, sehr viele Dumpster oder Green. Dumpster ist eigentlich einfacher, weil Green, es gibt noch einen anderen Spot, der Green heißt, deswegen sagt Dumpster dazu. Häufig wird hier einfach nur eine Waffe gesaved. Hier kann man ganz gut abaimen und Waffe saven. Und man hat da drin halt einen sehr guten Headglitch-Position. Ja, wenn man hier weitergeht, ist das hier Fench, Dark Fench, Fench oder Dark. Eigentlich leuchtet der nämlich, ist der dunkler. Wie gesagt, ich habe meine Helligkeit sehr hoch, deswegen sieht man das nicht. Häufig sitzen hier halt AWP-Spieler, die sich hochboosten auf den Zaun und dann gehen sie rum und pieken dich weg. So, das hier nennt man Ivy. Diesen Gang, das hier heißt Ivy und das hier heißt A Sandbags. So, die Züge sind eigentlich recht simpel oder die einzelnen Gänge sind recht simpel. Da steht ja eigentlich auch schon dran. Das ist A3, A2 und A1. Wenn man hier hingeht, sind das die CT Stairs. Und da werden wir jetzt aber nicht hingehen. Wir werden jetzt erstmal den A-Spot machen. Und dafür gehen wir jetzt hier hin. So, ganz simpel. Alles hier unten nennt man T-Hell. Also Hell. Und alles, was oben ist, das hier oben, nennt man T-Heaven. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wie wir weitermachen. So. Das hier nennt man T-Connector. Das hier könnt ihr A-Yellow nennen. Das hier hinten nennt man ganz normal A-Outside. Outside. Das hier nennt man E-Box. Ladder Train. Und das hier könnt ihr Pop-Dog nennen. Nennt es entweder Pop-Dog. Oder nennt es Ladder Up. Oder Up Ladder and Down Ladder. Aber ich sage immer Pop-Dog, Pop-Dog Up, Pop-Dog Down. Dann ist eigentlich auch das angenehmer und sagen viel mehr. Deswegen wird es da besser verstanden. Meine Katze macht im Hintergrund ganz leicht Krach, merke ich gerade. So. Hier ganz simpel T-Train. Und das ist A3 Train. Es gibt auch eine Variante, wo die Züge auf jedem Spot durchnummeriert sind. Ich sage euch jetzt diese Variante, weil ich im Internet ein bisschen geguckt habe und die eigentlich gängiger ist. Es gibt wirklich auch eine Nummerierung, dass die einzelnen Züge durchnummeriert sind und man dadurch dann, ja, und dadurch dann zum Beispiel hier 6, 4 oder so gecallt wird. Aber ich sage es euch so, so ist es einfacher und so verstehen es auch, glaube ich, mehr. Bomb Train. A, Side. Und das ist eigentlich das zum A. Hier kann man noch sagen, das ist CT Hell. Und das hier oben ist CT Heaven. So, hier runter. So, machen wir hier weiter. Das hier nennt man Z oder Z Connector. CT Connector ist eigentlich egal. Ich sage immer Z zu, ist am einfachsten. Wenn man von Z weitergeht, kommt man natürlich insgesamt auf den B-Spot. B-Spot, hier unten CT Base. Und das hier nennt man, diesen Bereich hier nennt viele Cloud oder, ja, also diesen
Cloud halt oder City Ramp. Und das hier oben dann sehr, sehr viele Upper. Und wenn man jetzt mal hier auf den Spot geht und man den Spot-Nummer durchnummeriert, ist das hier der Blue Train, Pink Train, Inside. Das hier ist ganz normal Bomb Train B. Und es gibt natürlich wieder eine Default-Stellung, das ist Default. Also wenn hier gelegt wird, nennt man das Default, Bomb ist Default. Und damit ist dieser Bereich hier gemeint, das ist eigentlich auch ganz, ganz simpel. Lower, das hier nennt man Lower, das ist natürlich dann Upper. Und wenn man jetzt hier hoch geht, Lower Ramp, Boilers oder B-House, Boilers oder B-House, kann man beides sagen. Und wenn man von hier weitergeht, B-Stairs. Und hier ist es eigentlich auch ganz simpel. Das hier nennt man White Stalls, weil, ne, sieht man ja. Das hier nennt man Showers. Und das hier nennt man Long Hall. Diesen Gang hier durch. Und das ist es eigentlich schon zu Train gewesen. Train ist eine recht einfache Map, eine recht simple Map, aber eine schöne Map. Wie gesagt, wenn ihr sowas mit VFX, GFX könnt, schreibt mich einfach an. Euer Maxon. Jupp, ciao.